Ja, alles gewaschen. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt, hoffe natürlich ihr da draußen auch. Der Timo hat mir geschrieben mit einer First Dates Folge vom 3. Februar 2022. Und zwar das Date von Katharina und Pascal. Das sollen wir uns heute einmal zusammen anschauen. Also machen wir das auch. Falls ihr Dates habt, wo ihr sagt, ey, die waren besonders witzig, die sind euch im Kopf geblieben, dann brauche ich von euch nur das Datum von der Folge und die Namen der zwei Personen, um die es geht. Und die könnt ihr in die Kommentare schreiben, könnt ihr mir auf Insta schreiben. Völlig egal, wo. Und dann kann es gut sein, dass ich das sehe und auf eure Folge reagiere oder auf die Folge, die ihr vorschlagt. Versteht ihr? Wenn ihr selber da wart und eure Folge war langweilig, schickt ihr mir aber nicht, okay? Nur weil ihr selber da wart. Es muss schon irgendwie spannend sein, so. Das ist auch wichtig. Und ansonsten würde ich sagen, schnackeln, fackeln wir nicht lange wie den heißen Brei. Macht euch gemütlich, holt euch Snacks, was Leckeres zu trinken. Und dann gehen wir rein in das System. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich alle Links zu all meinen Social-Media-Plattformen. Ich bin natürlich auf Insta, TikTok, YouTube. Bin ich nochmal, da habe ich noch einen Hauptkanal. Spotify Podcasts, Spotify Musik. Also ihr findet mich wirklich überall. Checkt's gerne ab. Und RTL Plus ist auch in der Beschreibung. Da findet ihr alle First Dates-Folgen. Dschungelcamp läuft aktuell. Was gibt's da noch alles? I Won, alles. Live-TV, alles. Let's go. Ohne groß schnackeln. Rein in das Ding. Ey. Wen haben wir da? Ich heiße Katharina und ich liebe es, Kleider zu kaufen, Röcke. Ich bin gerne eine Frau, zieh mich dementsprechend auch so an. Ich dachte, ich muss niesen, jetzt muss ich doch nicht niesen, habe stattdessen gegähnt. Oh, das ist das schlimmste Gefühl. Ich hätte so lieber, sehr lieber, viel lieber genossen, ey. So, wir haben Katharina, Altenpflegerin. Hallo Katharina. Hallo. Ah, hi. Hallo. Moin. Schönes Kleid, hä? Katharina. Tschüss, sie hat einen Elefant auf Dings tätowiert, auf Bein. Genau, und freue mich schon aufs Date. Und bin ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, das wird sich ändern heute. Katharina, wir kriegen das gemeinsam hin. Genau. Du bist die Erste, Pascal kommt nachher. Okay. Und du hast jetzt Zeit, ja, noch runterzukommen. Okay, alles klar. Der Traummann sollte blaue Augen haben, ganz offen sein und auch um zu meinem Gentleman mir was mal was ausgibt oder so. Ja, da haben wir doch den. Den richtigen hier. Mein Name ist Pascal. Meine Passi. Freunde würden wahrscheinlich über mich sagen, dass ich ziemlich witzig bin, chaotisch bin im Kopf. Echt? Der Passi. Wissen wir jetzt nicht, ob der Passi witzig und chaotisch ist. Kaufmann im Einzelhandel. Viel Scheiß im Koffer. Hallo. Hallo, Roland. Herzlich willkommen. Wie geht's? Sehr gut. Danke. Dir auch? Ja, hervorragend. Wunderbar, jetzt lass dich mal Richtung Bar, Richtung Katharina. Ja. Hervorragend. Viel Spaß. Danke dir, Roland. Schauen Hallo, wir Katharina. Mal. Hallo, ich bin die Katharina. Pascal, hallo. Hallo. Setz dich hin einfach. Alles klar. Wo ich Pascal gesehen habe, war ich ziemlich angetan von ihm, dass er ein kleines Bäuchlein hatte. Hä? Ich war angetan von ihm, dass er ein kleines Bäuchlein hatte. Auch, ja, gut, doch. Dass er eine Brille auf hatte, das fand ich auch schön. Er hat mir direkt ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und ich habe sofort gemerkt, dass es mein Typ von Mann ist. Süß. Ja dann, ran an die Buletten. Bist du schon lang hier oder seit kurzem erst reingekommen? Ich bin vor kurzem erst reingekommen, erst seit 5 Minuten oder so. Cool. Ja, cool. Wann bist du heute aufgestanden? Eigentlich bin ich so ein Spätaufsteher, so zu 10 oder 9, zwischen 9 und 10, genau. Heute bin ich um 7 aufgestanden, weil ich musste mich ja für dich aufrichten. Ja, ich bin um 5 heute aufgestanden. Oh, okay. Ich brauche manchmal relativ so lange, bis ich mal wach werde. Und im ersten Moment, als ich sie sah, hatte ich ein Mischgefühl. Die Augen waren irgendwie nicht so ganz bei mir. Also, es hat mich halt ein bisschen... Hat er gerade gesagt, die Augen waren nicht ganz bei ihm? Ich check, also... Ja, ich verstehe, was er meint. Aber zu sagen, die Augen waren nicht ganz bei mir... Yeah. Okay.
gestört, aber das Kleid ist mir natürlich gleich ins Auge gesprungen und hat gut zu ihr gepasst. Und magst du es mit deinem Date oder beziehungsweise mit deinem Partner zusammen Dankeschön. Zu frühstücken? Dankeschön. Ja, gerne, warum nicht? Also ich bin total der Typ dafür, mit dem Partner zusammen frühstücken. Ich liebe es. Das ist auch sehr wichtig und schweißt auch zusammen. Ja. Ich bin so eher der Typ, gar nicht frühstücken. Halt wirklich, ne? Ich kann... was ist denn heute? Warum bin ich denn so am Sack, ey? Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich kann richtig gut einfach gar nicht frühstücken. 14, 15 Uhr einfach was zum Mittagessen. Super. Da sehe ich mich. Ja, würde ich sagen. Hervorragend. Schönen auch Abend. Schönen Abend. Ich glaube, dass es schon in Richtung Flirt gegangen ist mit dem Frühstück. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen. Ich glaube, Liebe geht durch den Magen, oder? Möchte uns an den Tisch begleiten. Genau. Ich danke dir. Dankeschön. Die geretteten Kekse sind noch in der Tüte. Dann bin ich mal gespannt, ob die beiden sich matchen oder nicht. Was die beiden jetzt so am Tisch besprechen. Wie geht's dir heute so? Sonst mir geht's gut. Gut. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber... Ja, ich merk's total. Ich bin begeistert, dass sie so einen schönen Mann einfach ausgesucht haben. Ja, perfekt. Ja. Kann mich nicht beklagen. Nur zurück. Ja, dann würde ich noch mal sagen, was sitzt noch mal drauf an? Gerne, gerne. Warum nicht? Nur zu. Der Abend ist ja noch lang. Ja. Hat erst angefangen. Ich glaube, ich habe das bisschen im Gefühl, dass er... sie optisch nicht anziehend findet und sie vielleicht gegen Ende hin korben wird, aber jetzt das Ding halt so auf Sympathiebasis durchzieht, so, ne? Aber es ist jetzt nur, wie es auf mich wirkt. Ich will jetzt nicht schnell Vorurteil ich will jetzt nicht vorher urteilen. In dem Moment, als sie das zu mir gesagt hat, war es ein sehr schönes Kompliment und auch ein schönes Gefühl, auch für mich. Sowas bekommen ja nicht alle Tage gesagt. Wenn du Freizeit hast, gehst du da öfters weg oder bist du eher so der Stubenhocker, sagen wir so? Nein, ich bin gerne draußen, also gern auch nachts draußen. Ich finde es nachts einfach mega geil, draußen zu sein. Ehrlich gesagt besser wie tagsüber, weil dann kann man die Sterne schön sehen bei Nacht. Genau. Also ich bin auch ein Mensch, wo gerne rausgeht, auch ins Autokino. Mhm. Das ist mein Liebstes. Autokino war ich auch mal. Aber ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Autokino. Wann geht man ins Autokino? Wart ihr schon mal im Autokino? Was für einen Film habt ihr geguckt? Wie war's? Ich weiß nicht mal, ob es hier ein Autokino gibt. Also es wird bestimmt eins irgendwo geben. Aber ich bin noch nie dazu gekommen. Ich stelle mir Autokino so ein bisschen blöd vor, vor allem wenn man so auf Romantik dahin geht. Weil man ist ja, zwischen einem ist ja voll viel Platz, wenn man vorne sitzt. Oder setzt man sich da nach hinten so und kann dann kuscheln oder ich check's nicht. Oder man macht diese Big Moves. Man tut so diese Bänke umklappen und so und macht diese richtige Chillen. Dann ist natürlich wiederum krass. Boah, ich check's nicht. Ich check's nicht. Ihr müsst mir diese Autokinosysteme bitte einmal in den Kommentaren erklären und ob ich das machen soll, Leute. Ob sich das lohnt. Ja. Fitnessstudio ist mega. Ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Klasse. Ich bin total der Fan ins Fitnessstudio. Wunderbar. Dann haben wir. Dann können wir jetzt nochmal ins Fitnessstudio gehen. Mit Pascal möchte ich gerne auf den Laufband gehen, ein paar Kraftsporttrainings-Sachen ausprobieren, wo ich noch nie richtig ausprobiert habe. Ein paar Kraftsporttrainings-Sachen ausprobieren. Ach so. Ja. Motorrad fährst du auch? Nein, ich habe Angst vor Motorradfahren. Ich fahre Motorrad. Oh. Ich bin einmal mit dem Motorrad mitgefahren und da habe ich ziemlich viel Schiss bekommen. Also ich habe echt Angst bekommen, dass ich auf der Straße sterbe. Seitdem nie wieder. Ja. Also ich werde versuchen, mit dem Pascal mal eine Runde Motorrad zu drehen, aber vielleicht nimmt er meine Angst vor Motorradfahren. Die ist so süß. Die ist so süß und die ist schon so verliebt, obwohl die noch gar nicht so in dem Level sind, oder? Oder seht ihr das als Flirten gerade? Ich finde halt, der Pascal lacht sehr wenig. Also man kann den sehr schwierig lesen, weil er gibt so Bestätigungen, so mit Worten, aber er lacht und grinst sehr wenig. Kein?
Ja. Also verbaute Motorradführerschein. Ah, okay, das ist schön. Ich habe auch ein Auto. Und natürlich auch einen Führerschein. Ja. Logisch. Eigentlich schon. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Ich finde, dass wir nicht die gleiche Chemie haben, aufgrund der unterschiedlichen Charaktereigenschaften und auch der Intelligenz. Hat er nicht gesagt. Aufgrund der Intelligenz? Immer noch aufgeregt ein bisschen? Nein. Nicht mehr, gell? Ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, das ist auch normal, wenn man seit über 4 Jahren halt kein richtiges Date mehr hatte. Dann weißt du teilweise nicht mehr mit der Person, wie du reden sollst. Oder allgemein, wie du antworten sollst. Und eigentlich habe ich hier an mich beworben, weil ich hier eine Wette verloren habe mit meiner Freundin. Ja, wir haben so eine Trinkwette eigentlich gemacht. Und Trinkspiele, ne? Ja, genau, Trinkspiele. Und dann habe ich halt eben gesagt, ja gut, dann bewerbe mich halt dort. Der Pascal hat bestimmt von mir so gedacht, wow, ist die mutig, dass sie so ein crazy Ding einfach so durchzieht. Weiß ich nicht, ob der Pascal das gedacht hat. Weiß ich echt nicht, ob der das gedacht hat, leider. Okay, und mit welchem Gefühl bist du jetzt hier reingegangen? Mit einem gezwungenen Gefühl, dass ich jetzt gehen muss? Nö. Sozusagen, oder? Ich wollte auch unbedingt wieder einen Mann kennenlernen. Mhm. Und ich habe es sozusagen als Chance genutzt, einfach mich mal dort zu bewerben. Mhm. Und tada, jetzt bin ich hier. Gut. er zeigt einfach original keine Gesichtsmimik. Ich habe noch nichts aus ihm rauslesen können. Einfach gar nichts. Und dann kommt zwischendrin, ja, ihre Augen waren nicht bei mir oder sie ist intelligenzmäßig nicht so weit wie ich. Aus dem Nichts. Ja. Man mag, dass ich auf verrückte Dinge stehe. In der Tat. Was ich blöd fand, war auf jeden Fall ihr Killersatz mit dem Stichwort Wette verloren. Das war schon ein sehr unangebrachter Satz. Wie ob ich so ein Spielzeug wäre für 90 Minuten. Ah, der Bree ist echt nicht so positiv berührt von der ganzen Sache hier, ne? Dann bleibt jetzt nur noch eins zu wissen. Werden sie gemeinsam dieses Date verlassen oder nicht? Und wer zahlt das Essen? Ist die Zeit schon so schnell vergangen? Ich kann auch bestimmt zahlen, ich kann auch zahlen. Nee, ich zahle. Alles gut, okay, du bist eingeladen. Machen wir es so, dann zahle ich beim nächsten Date. Okay, einverstanden. Okay. Ich denke, der passt. Er hätte halt jetzt nicht direkt sagen können, na, ich glaube, weiß nicht, ob es ein nächstes Date gibt. Ich glaube, das hätte er so nicht direkt sagen können, das wäre uncool gewesen. Weil er wird nicht auf ein zweites Date mit ihr gehen. Bin ich mir relativ sicher, oder? Er mag mich, weil wir haben uns beim Date ziemlich gut verstanden. Wir haben flüssig miteinander geredet. Wir waren auf einer Wellenlänge. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Abend. Danke. Sehr gesprächreif und so. Toll. Cool. Danke. Alles klar, Roland. Schönen Abend. Roland, machst du. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Danke. Nicht ganz einfach einzuschätzen, die beiden. Ey, ich sag ehrlich, überhaupt nicht einfach. Die haben richtig schön harmoniert. Die haben sich auch beide total abgeholt, gegenseitig. Ja. So waren so auch so geduldig miteinander. Ne? Es war so viel selbstverständlich. Dann löst mal auf, ihr zwei. Verlangt dieser Abend nach einem Wiedersehen. Also von meiner Seite aus würde ich dich gerne kennenlernen, weil das Gespräch war ziemlich intensiv und aufregend. Ja, und hat mir gut getan. Also ich möchte kein zweites Date mehr haben, weil du einen Killersatz mit reingebracht hast mit dem Stichwort Wette verloren. Und das hat die ganze Situation etwas nach unten getrieben in den Keller. Tut mir leid. Okay. Boah. Random, Leute. Ich check auf jeden Fall, warum der Timo mir diese Nachricht geschickt hat, dass ich auf die Folge reagieren soll. Es war ultra random. Heidenei. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, freue ich mich.
nicht, dass es nichts geworden ist. Tut mir auch leid für das Mädel. Aber gut, ich glaube, er hatte mehrere Punkte, warum er sie nicht daten wollte. Und dann hat er halt das gesagt, so ja, fühlt sich jetzt wie ausgenutzt, wie ein Spielzeug für 90 Minuten für dieses Date, weil sie halt die Wette verloren hat und sonst eigentlich nicht so gern dort gewesen wäre. Aber es ist auch ein bisschen eine Ausrede, weil man hat ja gemerkt, dass sie die Wette eingegangen ist, weil sie auch trotzdem da hingehen wollte, weil sie ja Bock hatte, zu First Dates zu gehen. Das hat man ja schon rausgehört. Naja, meine Damen und Herren, wir freuen uns, denn morgen geht's wieder weiter. 14 Uhr gibt's hier eine neue Reaction. First Dates für euch. Ich hoffe, ihr seid wieder am Start. Ich hoffe, ihr schaltet ein, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein, lasst euch gut gehen. Und tschüss. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns.